Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Vor ein paar Wochen habe ich mal einen Trailer gezeigt, wie ich Gronkhs Maple weiter verfeinert und weitergebaut habe. Ja, und heute will ich euch das mal genauer erläutern. Heute steht auch wirklich der Download-Link in der Beschreibung. Ich werde das hochladen gleich, also die Map. Und ja, ihr kennt wahrscheinlich jetzt erstmal, hier ist eigentlich die neue alte Map. Und ja, hier ist alles, was auch früher drauf war. Ich habe nichts abgerissen. Und ja, dann fange ich erstmal ein bisschen an zu erklären, was das doch denn hier so alles ist. Also, ihr kennt ja wahrscheinlich hier von der Fabrik dieses Häuschen, da habe ich ein kleines Dach drauf gesetzt. Hier oben kann man dann schön drin rumlaufen. Das Redstone, das müsste ich noch reparieren. Da funktioniert noch irgendwas nicht ganz, da war wieder nur ein Enderman am Werk. Und ja, hier auch eine große Neuerung bei der alten Fabrik hier ist, da habe ich so eine Kuppel oder so ein Dach drüber gemacht, damit das halt ein bisschen Stil hat. Das soll auch halt aussehen wie eine Fabrik. Da kommt natürlich auch genug Licht durch für die Lampen, für die ganzen Pflanzen und so weiter. Hier vorne sieht man nochmal den Eierturm, den habe ich ein bisschen größer gemacht. Der ist jetzt auch ein bisschen effektiver. Hier unten kommt der ganze Rotz dann raus. Und ja, hier ist, das ist auch wirklich, wie bei ihm im Let's Play, an dieser Stelle leckt es wie sonst was. Hier hinten geht's jetzt wieder. Okay. Dann hier, der Hafen. Weil der Hafen, der steht ja schon ewig lange da rum und da ist nichts weiter passiert, da habe ich mir gedacht, ja, den kannst du mal weiterbauen. Und das ist jetzt dabei rausgekommen. Ich finde es relativ gelungen. Hier so ein kleiner Durchgang. Und ja. So, was haben wir denn noch so gemacht? Also, hier, die Tiere, da sind jetzt nur noch die Schafe. Das habe ich umgesiedelt darüber, unter dem Wolkenpalazzo. Den habe ich übrigens auch weitergebaut. Dazu komme ich gleich später. Hier habe ich so eine kleine Tierfarm gebaut. Da sind jetzt halt nicht ganz so viele Tiere drin. Aber es ist halt ein bisschen, ja, nicht gemütlicher. Also man hat es halt, das sind ja eigentlich auch, die Kühe und so werden ja nicht geschlachtet. Also habe ich die mal ein bisschen reduziert. Und ja, hier noch ein paar Hühnchen. Und dann hier oben mal zum Wolkenpalazzo, denn der sollte ja eigentlich abgerissen werden. Aber ich habe mir so gedacht, nee, den musst du stehen lassen, weil das ist ja so eine Rarität. Die gibt es ja schon 2-3 Jahre. Und ja. Hier habe ich so eine kleine Galerie gemacht mit irgendwelchen verkrüppelten Gemälden über von Flosser Detector Pack. Hier oben ist nochmal ein Tagungsraum, so habe ich das hier genannt. Und ja, dann könnte man hier wirklich, ja, ich weiß nicht, ob der das wirklich machen könnte, aber es war jetzt einfach nur eine Idee von mir. Ich glaube jetzt nicht wirklich, dass er noch den Wolkenpalazzo erhält. So, dann ich habe noch ein bisschen weiter gebaut, aber eigentlich nicht viel, nur noch da vor einem Strandhaus. Da sieht man, ist so eine kleine Allee entstanden. Ja, im Strandhaus habe ich jetzt nicht ganz so viel rumgebaut. Im Keller noch ein bisschen, das zeige ich euch mal eben noch. Hoppala, dann bin ich hier in den Schneemännern gelandet. Hier unten geht es jetzt ins Keller, das war ja irgendwie so ein wüster Raum, den habe ich so ein bisschen ausgebaut. Mit ein paar Bilderrahmen und ja, so weiter, ne, ein bisschen aufgeräumt. Mit so wirklich Kisten, die keiner braucht, und wo Sachen drin, die keiner braucht. Eigentlich. Ein paar sind ganz wertvoll, also. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch wieder einen Daumen hoch und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Das wird dann wahrscheinlich SimCity sein. Bis dann.